Moin liebe Physikfreunde, wir machen heute was zum Fotoeffekt. Der Fotoeffekt ist in der Schule klassischerweise so der Einstieg in die Quantenphysik. Und ja, als erstes wollen wir erstmal wissen, was das ist, der Fotoeffekt. Dazu schauen wir uns ein Experiment an, den Hallwachsversuch, denn da können wir das beobachten. Der Hallwachsversuch geht folgendermaßen. Ich habe hier ein Elektroskop und oben auf dem Elektroskop steckt eine Zinkplatte. Und diese Zinkplatte, die lade ich auf. Hier, ich nehme so eine tote Katze und so ein Kunststoffstab. Und dann bringe ich hier negative Ladungen auf das Elektroskop. Oder Elektronen kann man auch sagen. Und hier unten müsste jetzt der Zeiger von dem Elektroskop ausschlagen. Gegenüber von dem Elektroskop habe ich hier so eine Spirale oder Spiralanode, sagt man auch. Und die ist mit dem Kabel, mit dem Gehäuse verbunden. Ja, und dann schauen wir mal, was passiert. So, ich habe jetzt ein paar Minuten gewartet und es ist genau nichts passiert. Der Zeiger hier im Elektroskop ist immer noch ausgeschlagen, ungefähr auf Vollausschlag. Und das wäre soweit eigentlich nicht berichtenswert, dass man 100 Jahre später noch darüber sprechen müsste. Der eigentliche Hallwachs-Effekt ist folgender. Ich habe hier eine Lampe, eine Quecksilberdampflampe ist das, die sendet UV-Licht aus. Und jetzt bestrahle ich mal mit diesem UV-Licht die Zinkplatte. Oh. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, der Zeigerausschlag ist zurückgegangen. Ja, von dem Elektroskop. Das bedeutet, dass die Ladung, die ich da drauf gebracht habe, auf die Zinkplatte jetzt weg ist. So, das ist aber interessant. Licht kann also irgendwie dafür sorgen, dass sich diese Zinkplatte entlädt. Das wollen wir nochmal genauer wissen, deswegen lade ich die nochmal auf. Anständig Ladung drauf. So, mein Zeiger ist wieder ausgeschlagen und jetzt komme ich mit dem Licht. Ich habe hier mal so eine normale Experimentierleuchte und leuchte damit auf die Zinkplatte drauf. Oh, Zeigerausschlag tut sich noch nichts. Naja, vielleicht ein bisschen wenig Licht. Hab hier noch mal ein bisschen mehr Licht. Und da tut sich immer noch nichts. Elektroskop ist ja noch aufgeladen. Dann bestrahle ich jetzt nochmal mit dem UV-Licht. Einmal von weit weg. So, und jetzt gehe ich mal ein bisschen dichter dran. Das ging schon irgendwie ein bisschen schneller, als ich dichter dran war. Die wichtigste Beobachtung hier nochmal in der Skizze. Die Zinkplatte ist negativ geladen. Ich habe hier mal überall diese negativen Ladungen reingemalt. Die können wir auch ruhig Elektronen nennen. Und das Elektroskop schlägt entsprechend aus. So, und sobald jetzt das UV-Licht auf die Zinkplatte fällt, kann sich diese Zinkplatte entladen. Und normales weißes Licht, was aus der Glühlampe kommt oder aus dieser Stroboskop-Disco-Lampe, das schafft es leider nicht, dass die Ladungen hier die Platte verlassen können. Ich mache das nochmal eben in Klartext hier auf die linke Tafelseite. So, fertig. Ich lese euch mal kurz vor. Die negativ geladene Zinkplatte entlädt sich bei Bestrahlung mit UV-Licht. Die Entladung setzt bei Bestrahlung sofort ein und wird bei steigender Lichtintensität schneller. Das war, als ich mit der UV-Lampe dichter dran gegangen bin. Da kommt natürlich mehr Licht auf die Platte und dann geht auch die Entladung schneller. Und dann haben wir hier unten noch, bei Bestrahlung mit weißem Licht entlädt sich die Zinkplatte nicht, egal wie intensiv es ist, also wie hell das weiße Licht ist. Ja, Deutung ist eigentlich seit jeher spannender gewesen als Beobachtung. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Die Zinkplatte entlädt sich bei Bestrahlung mit UV-Licht. Ja, die Elektronen, die kommen ja raus aus der Platte und um da rauszukommen aus so einer Metallplatte, da brauchen die halt ein bisschen Energie. Und diese Energie wird wohl das UV-Licht liefern. Dann das zweite, bei steigender Lichtintensität geht diese Entladung schneller.
Ja, die Intensität des Lichtes, das bedeutet halt, helleres Licht wird halt mehr Energie zu der Platte bringen pro Zeiteinheit, und dann ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Elektronen da zügiger nacheinander rauskommen, wenn das Energieangebot durch das Licht einfach größer ist. Das passt bis hierher auch super zu dem Wellenmodell des Lichtes und lässt sich toll damit erklären. Ihr wisst vielleicht, wir haben schon total viel tolle Experimente zum Wellencharakter von Licht gemacht. Eigentlich alles, was mit Interferenz zu tun hat, lässt sich super mit dem Wellenmodell erklären. Dieser Doppelspaltversuch oder eigentlich ein Interferometer oder was weiß denn ich, Interferenz am Gitter. Alles super mit dem Wellenmodell erklärbar, und auch dieses hier funktioniert gut. Licht transportiert ja Energie und Wellen transportieren natürlich auch Energie. Das weiß jeder, der schon mal im Meer war oder im Wellenbad zum Beispiel. Wenn da so eine Welle ankommt und gegen einen gegenklatscht, dann ist das halt Energie, die mitbringt. Und da wissen wir halt auch, kleine Wellen, also kleine Amplitude nennen wir das mit Fachwort, also wenn die Wellen nicht so hoch sind, dann haben die nicht so viel Energie. Ja, wenn ich im Meer stehe und mir klatschen so kleine Wellen gegen den Bauch, dann denke ich, ha, ist das lustig, wie die Energie da zu mir hin transportieren. Wenn aber ganz große Wellen kommen, dann hauen die einen um. Das liegt daran, dass so eine große Welle mit einer hohen Amplitude einfach viel mehr Energie transportiert. Und so ist das bei Licht auch. Ja, helles Licht hat halt eine hohe Amplitude, also die Welle des hellen Lichts hat eine hohe Amplitude. Und die bringt halt mehr Energie mit und die schubst dann halt auch die Elektronen da zügiger raus oder kann vielleicht mehr Elektronen da rausschubsen. So weit, so gut, klappt alles hundertprozentig und easy. Das Problem liegt hier unten. Bei Bestrahlung mit weißem Licht entlädt sich die Zinkplatte nicht. Auch wenn ich dieses weiße Licht ganz hell mache. Weißes Licht besteht ja auch aus Wellen, und wenn ich jetzt das Licht hell mache, habe ich halt ganz, ganz hohe Lichtwellen mit ganz hohen Wellenbergen und Wellentälern, und das transportiert eigentlich auch viel Energie. Merken wir auch, helles Licht ist auf der Haut zum Beispiel wärmer als schwaches Licht. Trotzdem schafft dieses weiße Licht das nicht, die Elektronen da rauszulösen oder rauszuschubsen aus der Zinkplatte. Und das ist ungewöhnlich, und das hat den Leuten im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts Kopfzerbrechen bereitet, denn das konnten sie nicht deuten mit diesem Wellenmodell, weil das einfach damit nicht vereinbar ist. Ja, das ist einfach so verstörend, dass wir das auch unbedingt schriftlich brauchen, denn sonst kriegen wir das überhaupt nicht verarbeitet. Tada! Hier oben ist der Teil der Deutung, der gut funktioniert. Die Elektronen benötigen Energie, um die Zinkplatte zu verlassen. Diese Energie liefert das UV-Licht. Aber ihr seht schon, die Probleme überwiegen. Und manchmal hilft das ja auch, wenn man seine Probleme aufschreibt, um besser damit klarzukommen. Und vielleicht, um nach einer Lösung zu suchen. Also, Probleme bei der Erklärung des Fotoeffekts. Die vom Licht transportierte Energie hängt im Wellenmodell von der Amplitude, also von der Intensität des Lichtes ab. Das heißt, auch weißes Licht müsste Elektronen aus der Zinkplatte herauslösen können. Tut es aber nicht, egal wie hell es scheint. Warum nur Licht unterhalb einer gewissen Grenzwellenlänge dazu in der Lage ist, lässt sich mit dem Wellenmodell des Lichtes nicht erklären. Ja, ihr wisst vielleicht, die Farbe des Lichtes hängt eigentlich von der Wellenlänge ab. Das war auch bei diesem Interferenz am Gitterversuch mit weißem Licht. Rotes Licht hat die längste Wellenlänge, ungefähr 800 Nanometer, und dann geht es den ganzen Regenbogen runter bis zum blauen oder violetten Licht. Da sind wir ungefähr bei 400 Nanometer angekommen, und alles, was unter 400 Nanometer ist, das können wir nicht sehen. Und das nennen wir ultraviolettes oder auch UV-Licht. Wo steht es? Genau, da. Und dieses UV-Licht hat jetzt offenbar eine kleine Wellenlänge. Und das ist dazu in der Lage, die Elektronen rauszulösen. Das heißt, dieses UV-Licht mit dieser kleinen Wellenlänge, das kriegt es irgendwie gebacken, die mit seiner ganzen Energie die Elektronen da rauszulösen. Und
wenn ich jetzt mal an meine Wasserwellenerfahrung denke, vor großen Wellenbergen, also großen Amplituden, da habe ich Angst, weil die einen ja umhauen. Aber kleine Wellenlängen, also so kleine ribbelige Wellen, die sollen jetzt besonders viel Energie haben. Das passt mit diesem Wellenmodell, das wir vom Wasser her kennen, überhaupt nicht überein. Und ja, das stellt eigentlich ein Riesenproblem dar. Wir können diesen Fotoeffekt mit dem Wellenmodell nicht erklären. Das ist total unbefriedigend und wir sind als Physiker unzufrieden damit. Und das waren die Leute am Ende des 18. Jahrhunderts auch. Denn ich weiß nicht genau, wann dieser Hallwachs seinen Versuch gemacht hat. Aber jahrzehntelang war das nicht zu deuten, dieses Phänomen. Erst 1905 ist einer gekommen und der hieß Einstein. Und der hat in dem Jahr 1905 viele Sachen erklärt, unter anderem auch den Fotoeffekt. Und dafür hat er hinterher sogar einen Nobelpreis bekommen. Ich erkläre euch mal eben, wie er das gemacht hat. Dafür muss ich aber erst eben erwischen. So, und der Einstein hat sich 1905 zur Deutung des Fotoeffekts Folgendes überlegt. Licht besteht aus Teilchen, sogenannten Photonen. Also wenn man schon so Lichtteilchen erfindet, dann will man natürlich auch ein Fachwort setzen. Photonen ist ein hervorragender Begriff. Also, diese Photonen haben keine Ruhemasse und ihre Energie hängt von der Wellenlänge bzw. der Frequenz ab. Das kann man sich überhaupt nicht so gut vorstellen, dass so Teilchen keine Masse haben und vor allen Dingen, dass Teilchen eine Frequenz haben sollen oder eine Wellenlänge. Das geht nun überhaupt nicht gut in den Kopf. Und das Ganze hat er auch formelmäßig fixiert, und zwar die Energie der Photonen ist gleich einer Konstanten, Planck-Konstante nennt man die, mal der Frequenz. Ja, dieser Lichtfrequenz, und diese Lichtfrequenz kann man halt auch ausrechnen mit Lichtgeschwindigkeit durch Wellenlänge. Ja, die Planck-Konstante bleibt natürlich dann gleich stehen. So, und jetzt hat Einstein gesagt, ein Photon überträgt beim Fotoeffekt seine Energie auf genau ein Elektron. Ja, und wenn die Energie des Photons groß genug ist, die Energie des Photons hängt ja von der Frequenz bzw. von der Wellenlänge ab, dann kann das Elektron die Platte verlassen. Und wenn nicht, dann nicht. Das heißt, nur bei genügend kleiner Wellenlänge hat das Photon genug Energie, um halt das Elektron aus der Platte rauszulösen. Wenn die Wellenlänge größer ist, also irgendwo im sichtbaren Bereich jetzt bei der Zinkplatte, dann reicht die Energie des Photons nicht aus, um ein Elektron rauszulösen. Ja? Und es ist offenbar jetzt nicht möglich, dass mehrere Photonen, dass die Energie erstmal gesammelt wird, damit die Elektronen dann raus können. Das geht irgendwie nicht. Dadurch wird sich dann wahrscheinlich die Platte erwärmen. Wie gesagt, diese Einstein-Deutung des Fotoeffekts mit den Photonen ist nicht besonders anschaulich. Wer kann sich schon kleine Teilchen vorstellen, die keine Masse haben, sich nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, die ich nicht anhalten kann und ja, die halt trotzdem irgendwie eine Wellenlänge bzw. eine Frequenz haben. Ich habe das hier versucht mal darzustellen als so kleine Wellenpakete. Ja, das ist natürlich eine gedankliche Krücke, aber vielleicht hilft es euch. Also diese kleinen Photonen treffen jetzt auf die Elektronen in der Metallplatte. Und wenn jetzt dieses Photon hier auf dieses Elektron trifft, dann überträgt das Photon seine gesamte Energie an das Elektron. Und wenn die Energie reicht, um die Metallplatte zu verlassen, dann fliegt das Photon, das Elektron hier raus aus der Metallplatte. Und diese Elektronen, die Metallplatte hier verlassen haben, ich habe da schon mal ein paar eingezeichnet, das sind natürlich auch Elektronen, aber ganz besondere, das sind jetzt Photoelektronen. Das sind schon ganz normale Elektronen, die haben nur einfach die Platte verlassen und deswegen bezeichnet man die als Photoelektronen. Ich schreibe das noch kurz dran. So, ich würde sagen, das reicht für heute. Wie man diese ausgetretenen Elektronen hier näher untersucht und wie der Einstein auf diese Formel H mal F gekommen ist und was die Gegenfeldmethode ist, das erkläre ich euch vielleicht ein andermal.